Hallo und herzlich willkommen an Bord auf unserem gemeinsamen Flug in eine aufgeräumte Zukunft. Du möchtest die Kontrolle über deinen Besitz zurück und vielleicht auch andere Bereiche deines Lebens? Dann ist diese Destination genau die richtige für dich. Dieser Flug wird durchgeführt in Kooperation mit der KonMari-Methode. Deine Flugzeit ist individuell und dein Gepäck sollte nur noch die Dinge beinhalten, die dich wirklich glücklich machen. Ich darf dich nun noch bitten, alle elektronischen Informationen bis auf diesen Podcast auszuschalten. Mein Name ist Daniela Slesak und ich bin deine ganz persönliche Reisebegleitung. Aufräumen, loslassen, fliegen wünscht dir nun eine angenehme Reise. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Und zwar geht es heute um 10 Schritte für deinen stressfreien Sommer. Also diese Episode ist mal wieder so den ganz praktischen Tipps gewidmet. Und ja, ich hoffe, du kannst da was rausziehen und freust dich jetzt auch, dass wir schon eigentlich mitten im Sommer sind. Aber dennoch gibt's ja doch das ein oder andere zu tun, um sich so richtig wohlzufühlen und um ja einfach so ein bisschen das alles stressfreier und angenehmer angehen zu lassen. Uns hat hier in Berlin der Sommer tatsächlich so ein bisschen überrascht, würde ich fast sagen. Also in der Form, es war so lange so kalt und dann waren plötzlich 40 Grad. Und ich stand auch vor meinem Kleiderschrank und dachte, oh Gott, was ziehe ich denn jetzt an? Jetzt muss ich erstmal mich neu organisieren. Und da kam mir dann auch die Idee zu dieser Episode. Und deshalb habe ich hier mal so 10 einfache Schritte zusammengetragen, wo ich denke, dass es dir einfach deine Organisation im Sommer total erleichtern kann. Der Sommer ist ja im Normalfall, also ohne großes C, eine tolle Jahreszeit. Ja, man geht raus, man geht auf Festivals, auf Feste. Oft sind Familienfeste angesetzt im Sommer, Hochzeiten, da wo sich eben viele Menschen treffen. Oder man kann so schön draußen sitzen im Restaurant oder an den See fahren oder. Es gibt 1000 Möglichkeiten. Und natürlich auch im eigenen Garten, auf dem eigenen Balkon, im eigenen Wohnzimmer, wie auch immer. Da gibt's vielleicht auch noch die ein oder andere Ecke oder den ein oder anderen Lebensbereich, der ja, wo es sich einfach lohnt, nochmal genauer hinzuschauen, nochmal zu gucken, ob da alles so halbwegs organisiert ist, damit du deinen Sommer optimal genießen kannst. Schritt Nummer 1 wäre da wieder mal, dass Termine auf einen Blick gesammelt werden. Also, wann sind die Ferien? Wann ist dies oder das Familienfest? Brauche ich dafür noch ein Geschenk? Stehen irgendwelche Konzerte an? Outdoor natürlich. Ja, gibt es vielleicht etwas, was du schon lange besuchen wolltest und was jetzt wieder möglich ist, wo es aber zurzeit nur begrenzte Plätze für gibt? Und ja, wo du dich einfach rechtzeitig registrieren musst, damit du da noch ein Plätzchen bekommst. Solche Sachen sind ganz wichtig. Also als allerersten Schritt, verschaff dir einen Überblick über sämtliche Termine und alle To-Dos, die du so angehen möchtest. Schritt Nummer 2, bring deinen Kleiderschrank in Ordnung. Nicht, dass es dir so geht wie mir, dass du davor stehst und denkst, oh Gott, ich habe ja noch gar nicht gewechselt von Winter auf Sommer. So rum ist richtig. Und ja, guck da auch besonders mit dir mal deine Badesachen an und guck doch, ob da alles in Ordnung ist, ob vielleicht ein oder das andere Löchlein ist, wo vielleicht irgendwas repariert werden soll oder wo du vielleicht sagst, ach, das muss ich mal ersetzen. Da ist jetzt spätestens der richtige Zeitpunkt, dir das mal anzuschauen und ja, das mal anzugehen. Der dritte Schritt wäre, check mal deine Kosmetik und deine Drogerieprodukte, so Sachen wie Sonnenschutz oder auch Insektenschutzmittel, ja, sowas wie also Autan oder andere Hersteller, die eben auch einen Sonnenschutzfaktor haben. Da muss man immer ein bisschen drauf achten, dass wenn die so ein Jahr rumliegen, sagt man ja, soll man die auswechseln. Das musst du für dich selbst entscheiden. Aber ich denke, das ist kein schlechter Hinweis, denn wirklich, man weiß ja heute, ne, Schäden durch Sonnenstrahlen sind sehr schädlich für die Haut. Und deshalb ist es ganz wichtig, da mal durchzugucken und das auch eben zu ersetzen. Gibt's ja auch überall mittlerweile, auch im Discounter. Also da schau da mal durch, dass du da gut gewappnet bist einfach. Der Schritt Nummer 4, putz dein Auto, so du eins hast. Meins sieht zurzeit wirklich schlimm aus, muss ich wirklich sagen. Wir haben hier Linden in der Straße zu stehen und die haben je nach Woche und Monat irgendwas Neues im Petto, was sie einem so aufs Auto knallen, ja. Also sei es irgendwie diese klebrige Blüten,
Geschichte, die da immer runterkommt. Oder auch erst kommt ja der Blütenstaub. Sie sehen wunderschön aus und ich will sie auch nicht missen. Es ist wirklich super schön hier gerade in der Stadt, dieses Grün um uns herum. Aber sie machen unglaublich viel Dreck. Aber schön immer so Fingerpointing, ne? Es sind nicht nur die Bäume, die alles schmutzig machen. Ich bin's auch selbst oder die Jungs, naja gut, die fahren jetzt gar nicht mehr so oft mit, aber ich bin es, glaube ich, eher selbst. Denn ist da einfach ein Krümel auf dem Boden und dies und das und es staubt einfach auch unglaublich schnell ein. Also mein Auto hat definitiv eine Wäsche verdient. Wenn du dich da nochmal genauer reinhören möchtest mit dem Auto organisieren, da gibt es auch so ein paar ganz gute Tipps und Tricks, dann hör doch gerne nochmal meine Episode 18, da gehe ich da ganz detailliert drauf ein. Und ja, jedes Auto hat ab und zu eine schöne Wäsche verdient, definitiv. Als nächstes, als Tipp Nummer 5 oder als Schritt Nummer 5 in die Richtung eines stressfreien Sommers ist dein Flur- oder Eingangsbereich. Da liegen ja oft Mützen oder Handschuhe oder Schals oder was rum im Winter. Ja, da kannst du jetzt natürlich auch umstellen, vielleicht ein Käppi oder einen Sonnenhut, wenn du sowas trägst. Oder auch die Sonnencreme da bereitstellen oder in ein Schubfach tun, damit du immer geschützt bist, wenn du rausgehst. Das, was du eben gerade zu dieser Jahreszeit brauchst. Ja, und wenn du einen Garten oder einen Balkon hast, dann ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt, dir mal deine Gartenmöbel anzuschauen. Vielleicht brauchen die mal eine richtig ordentliche Reinigung oder vielleicht auch ein bisschen Öl oder Farbe oder vielleicht muss da auch mal eine Schraube nachgezogen werden. Also reparier das ruhig. Das ist wichtig, ne? Wenn wir dann doch mal den einen oder anderen Gast empfangen, dass es alles ganz hübsch und schön und auch sicher ist natürlich, dass da nicht jemand zusammenkracht auf dem Gartenstuhl oder mit dem Gartenstuhl. Ja, und wenn du einen Garten oder Balkon und Kinder hast, womöglich kleinere Kinder, dann fliegt da ja meistens auch ein ganzer Haufen Spielzeug rum und da, vielleicht hast du auch das Glück und hast noch einen Pool, dann sind da auch noch Poolutensilien, wie zum Beispiel Taucherbrillen und Schnorchel und all so ein Kram. Dann besorg dir doch, es gibt so Gartenkommoden, das finde ich wirklich eine ganz tolle Sache. Die sind oft aus Kunststoff und auch durchsichtig und die kannst du dann beschriften. Und dann wissen die Kids auch, wo was reinkommt. Also unten vielleicht die Handtücher, vielleicht jetzt nicht die benutzten, aber die frischen Handtücher kommen da rein. Und oben die Schnorche und in der Mitte die Sonnenmilch. Also das finde ich eigentlich eine tolle Sache. Und da bist du auch ein bisschen entlastet, wenn jeder da seinen Beitrag zu leistet, die Sachen wieder wegzuräumen, die er benutzt hat. Das ist ja ganz wichtig, um organisiert zu bleiben. Und dann mein nächster Schritt, Schritt Nummer 8 ist, mach dir das Kochen oder die Essensroutinen, vereinfache sie dir. Mach's dir leicht und versuch mal ein bisschen Meal Prep zu betreiben und ja, bereite einfach ein paar Sachen vor. Und ich finde, das ist jetzt auch nicht die Zeit für irgendwelche aufwendigen Menüs. Also da kann's ruhig mal, da kann die Küche ruhig mal kalt bleiben, da tut's auch ein schöner Salat oder du hast was im Tiefkühler, was du schnell auf den Grill tun kannst. Das ist auch eine Möglichkeit, diese ganze Saison, diese Jahreszeit mehr zu genießen und sich da nicht irgendwie ein Bein auszureißen, um alle satt zu kriegen. Und Schritt Nummer 9, wenn du eine Urlaubsreise vorhast, was ich sehr für dich hoffe, dann mach dir eine Liste, check alles. Gerade jetzt, wo ja die Sachen oder die Situationen häufig noch so unsicher sind, musst du dich natürlich viel mehr informieren, vielleicht als noch vorher, alle Papiere zusammensuchen, ob brauchst du einen Test, brauchst du dies, du brauchst sicherlich Impfpässe überall, wo du hinfährst. Also da musst du wirklich gut vorbereitet sein und fang da tatsächlich rechtzeitig mit an. Und wenn du noch ganz detailliert erfahren willst, wie du dir das Kofferpacken ganz leicht gestalten kannst, dann habe ich da auch schon, gibt's auch schon eine Episode zu, nämlich die Episode 16. Ja, Kofferpacken leicht gemacht, glaube ich, heißt es. Und da gehe ich nochmal ganz detailliert darauf ein, wie du ganz entspannt Koffer packen kannst. War ja jahrelang meine Profession, also kannst du mir glauben, was ich da erzähle. Ja, und dann sind wir schon am Ende und zwar ist das schon der Tipp Nummer 10 und ich sag's wie immer, genieße deine Zeit. Genieße deinen Sommer, es ist egal, ob großes C oder nicht. Wir dürfen raus, wir halten Abstand, alles völlig klar. Aber jetzt dürfen wir auch wieder ein bisschen mehr Social Life genießen. Wir können uns doch im Restaurant mal treffen.
es war so schön. Wir hatten jetzt auch Abschlussbälle in Anführungsstrichen von den von meinen Jungs in der Schule und wir hatten ein Treffen mit dem Chor und wir waren essen und man kann wieder ein bisschen mehr rausgehen und Menschen treffen und ja, das ist einfach toll. Ich genieße das sehr und ich finde auch, man wertschätzt es jetzt noch mehr als vorher, weil vorher hat man die Dinge so für selbstverständlich genommen. Jetzt ist es irgendwie eine große Freude, sich zu treffen und zu sehen. Und ja, das solltest du auf jeden Fall auch tun in deinem entspannten Sommer, der so vor dir liegt. Wenn du gar keine Lust hast auf andere, dann nimm dir ein Buch und leg dich irgendwo hin, wo du deine Ruhe für dich hast. Mach dir das schön, wie dir es gefällt. Das ist das Allerwichtigste, damit du ja Kraft tanken kannst für die nächste Zeit, die da kommt, wo wir nicht wissen, was passiert. Ist auch wurscht, da denken wir heute nicht dran. Wir genießen den Augenblick, das ist immer sehr, sehr wichtig. Auch sehr, sehr wichtig, um wirklich happy zu sein und zu bleiben. Bleib entspannt bei Regen oder Sonnenschein und ja, genieße deine Zeit. Ich sage Tschüss bis in 14 Tagen. Ja, folg mir auf all meinen Kanälen, wie ich das immer sage. Lass mir auch gerne eine Bewertung auf iTunes da. Das hilft sehr. Ich freue mich auch wirklich über jede E-Mail. Ich kriege jetzt wirklich viel Post von euch und das macht mir ganz viel Spaß, das zu beantworten und mit euch da auch in das Gespräch zu kommen. Mehr oder weniger. Also seid da ganz frei und schreibt mir, könnt mich auch über Instagram natürlich anschreiben. Ja, also in diesem Sinne, macht's gut. Tragt Sonnencreme und entspannt euch.